Herzlich willkommen zum Gottesdienst aus der Martinskirche in Spitalhof zum ersten Advent. Der Wochenspruch aus dem Propheten Sacharja bringt auf den Punkt, worum es geht. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer. Gott kommt zu uns in Jesus und das Leben wird wieder gut. Was für eine Hoffnung, welch große Verheißung. Das soll nicht nur ins Hirn, mit Augen und Ohren, Herz und Mund wollen wir es ergreifen und aufnehmen. Kleine Gesten und Zeichen helfen uns dabei. Ich zünde die erste Kerze am Adventskranz an. Jesus Christus, du bist in diese Welt gekommen und willst diesen Advent neu ankommen bei uns. Hilf uns, dass wir mit dem Herzen auf dich hören und dir entgegengehen auf dem Weg der Liebe und der Gerechtigkeit. Mit dem Beistand des göttlichen Vaters und der Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Gott kommt zu uns im Jesuskind, das zum Friedenskönig wird. Macht und Einfluss, Herrschaft und Vermögen dienen wieder dem Leben und den Menschen. So sagt es uns der Prophet Sacharja im 9. Kapitel. Du, Tochter Zion, freue dich sehr und du, Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel und auf einem Füllen der Eselin. Denn ich will die Wagen vernichten in Ephraim und die Rosse in Jerusalem und der Kriegsbogen soll zerbrochen werden. Denn er wird Frieden gebieten den Völkern und seine Herrschaft wird sein von einem Meer bis zum anderen und vom Strom bis an die Enden der Erde. Auch erwachsene Männer können manchmal wieder wie kleine Kinder sein. Mir geht es so, wenn ich einen Adventskalender sehe. Erinnerungen steigen in mir auf an Adventstage als kleiner Bub und an Adventszeiten mit unserem Sohn und unserer Tochter. Wir alle wussten, wenn einer von uns jetzt das erste Türchen am Adventskalender aufmacht, dann beginnt sie die Adventszeit. Und mit ihr die Vorfreude auf Weihnachten. Und als kleiner Junge und auch noch viele Jahre später dachte ich dabei auch an die Geschenke, die es an Weihnachten geben wird. Für mich, für meine Frau und für unsere Kinder. Jedes Türchen ließ die Vorfreude ein bisschen größer werden, bis es endlich soweit war und das große Türchen am Heiligabend uns vor Augen stellte, was das größte Geschenk ist an Weihnachten. Jesus ist geboren für uns Menschen. Adventskalender sind eine feine Sache. Ein Türchen öffnen und schon bist du wieder ein bisschen näher an Weihnachten dran. Für mich war das als Kind wie eine heilige Handlung an jedem Dezembermorgen. Es verband sich für mich unbewusst mit dem Lied »Macht hoch die Tür, die Tor macht weit«. Tür und Tor, das war natürlich meine Adventskalendertürchen. Es kommt der Herr der Herrlichkeit, Worte, die Vorfreude weckten auf den Heiligabend, wenn das Wohnzimmer im Glanz des Weihnachtsbaumes erstrahlte. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit. Der Liederdichter Georg Weisler aus Königsberg, der diese Verse 1623 im Advent geschrieben hat, hatte ganz anderes vor Augen. Zu seiner Zeit, vor fast 400 Jahren, gab es weder Adventskalender noch Weihnachtsbäume. Er hatte eine Kirchentür vor Augen, die Tür der neu erbauten Altrosgarder Kirche in Königsberg. Für die Einweihung dieser Kirche in Königsberg schrieb Georg Weisel sein Lied. Am zweiten Advent 1623 öffneten sich die Türen der Kirche für die neue Gemeinde und für Weisel als Pastor. Es war seine erste Pfarrstelle an der neu erbauten Kirche. Was für ein Tag! Da kann man das gut singen. Macht hoch die Tür. Georg Weisel kennt als Pfarrer natürlich seine Bibel und so greift er in seinem Lied die alten biblischen Verheißungen für den ersten Advent auf, in denen es passend zur Eröffnung einer neuen Kirche, um das Öffnen von Türen geht, vor allem den Adventspsalm, Psalm 24.
mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehren einziehe. Mit diesen Worten wurden einst in Jerusalem die Tore des Tempels geöffnet. Sesam, öffne dich. Tore, öffnet euch, mache die Tore weit. Und dann wurde die Bundeslade mit den Tafeln der 10 Gebote in den Tempel getragen. Die Bundeslade, der Thron des unsichtbaren Gottes, der in seinem Wort ganz nahe ist, hielt Einzug im Tempel. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Wir singen die Strophen 1 und 2. Ein Jahr nach der Einweihung der Kirche 1624 soll sich Folgendes in Königsberg zugetragen haben. Alle Leute im Stadtteil freuten sich nun, eine eigene Kirche zu haben, vor allem die Bewohner im nahegelegenen Armen- und Krankenhaus. Denn für sie war der Weg zum Dom bisher zu weit. Nur einer hatte etwas auszusetzen, der Fisch- und Getreidehändler Sturgis, der es mit Geschick und Fleiß zu Wohlstand gebracht hatte. Er hatte kurz zuvor ein Haus am Rosgarter Markt gekauft, nicht weit weg vom Armen- und Krankenhaus. Dicht bei seinem Gartenzaun verlief der schmale Fußweg, den die Armenhäusler benutzten, wenn sie in die Stadt gehen oder am Sonntag den Gottesdienst besuchen wollten. Sturgis ärgerte sich über den Anblick dieser armseligen Gestalten. Er kaufte kurzerhand die lange, breite Wiese, über die dieser Pfad führte. Er machte daraus einen Gartenpark mit einem hohen Zaun darum. In Richtung Armenhaus baute er ein prächtiges Tor, verriegelt und verrammelt, und in Richtung Stadt eine kleine Pforte für sich selber, damit er auf dem Trampelpfad schnell zur Kirche und zur Stadt laufen konnte. Nun war den Armenhäuslern der Weg versperrt und der Umweg zur Kirche und zur Stadt war für die meisten von ihnen zu weit und zu mühsam. So klagten die Bewohner des Armen- und Krankenhauses ihrem Pastor ihr Leid und baten ihn um Rat und Hilfe. Als die nächste Adventszeit kam, kam auch wieder die Zeit für den Kirchenchor, ringsum in den Häusern für die Leute Advents- und Weihnachtslieder zu singen. Der Chor der Kirchengemeinde hatte schon beschlossen, dass in diesem Jahr das Adventssingen in Sturgis Haus
ausfallen sollte. Aber Georg Weisel hatte einen anderen Plan. Sie trafen sich beim Armen- und Krankenhaus und zogen von dort zu Sturgis Haus. Auch Weisel reihte sich in den Chor ein und begleitete die Sänger. Hinterher zogen die Alten und die an Stöcken und Krücken humpelnden Kranken. Als sie bei Sturgis verriegelten Gartentor ankamen, schaute der reiche Fisch- und Getreidehändler verdutzt aus dem Fenster. Er sah, wie Weisel einen Stapel Papiere aus seinem Mantel zog. Waren das Noten? Wollten sie etwa von dort aus singen? Im Freien? Wollten sie heute nicht in sein Haus kommen? Sturgis verließ das Haus und kam von innen auf das Gartentor zu, vor dem sie standen. Dann hielt Weisel eine kleine Ansprache. Er sprach vom König aller Könige, der auch heute vor verschlossenen Herzenstüren wartet und Einlass begehrt, auch beim Kaufmann Sturgis. Und dabei wandte er sich um und zeigte auf die Schar der Alten und Kranken. In diesem Augenblick begann der Chor zu singen: Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit. Bei der zweiten Strophe griff Sturgis in seine Tasche und holte den Schlüssel hervor und öffnete die schweren Eisentorflügel. Als das Lied zu Ende war, bat Sturgis alle in sein Haus und bewirtete sie. Und Tor und Tür blieben fortan offen für alle, auch für die Armen und Kranken. Die Königsberger nannten den kleinen Weg durch den Gartenpark seitdem ihren Adventsweg. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit. Wir singen die Strophen 3 und 4. Obwohl dem Land, obwohl der Stadt, so diesen König bei sich hat. Gut damals für Königsberg und gut heute für Ingolstadt, wenn da etwas zu spüren ist von diesem König. Die dritte Strophe klingt fast wie eine Gratulation. Ja, einem Land, einer Stadt, die einen solchen Regenten bei sich hat, denen kann man nur gratulieren. Da geht es den Menschen gut, da geht die Sonne auf. Wenn sich Menschen wie der Kaufmann Sturgis in Königsberg und wie du und ich in Ingolstadt und um Ingolstadt herum von diesem himmlischen König in Dienst nehmen lassen, können Menschen sich freuen und glücklich sein. Da geht die Weihnachtssonne auf. Er ist die rechte Freudensonne, bringt mit sich lauter Freud und Wonn. So wird es uns im Lied vor Augen gemalt. Seit die Christen im alten Rom im 4. Jahrhundert die Geburt Jesu auf das altrömische Fest des Sonnengottes und die Tage der Wintersonnenwende legten, wurde das immer wieder besungen. Christus, das Licht, die Sonne. Er ist die rechte Freudensonne. So stimmt dieses Lied auf Weihnachten ein. So führt es uns zu Weihnachten hin, damit der König der Barmherzigkeit auch bei uns einzieht, wie einst beim Kaufmann Sturgis,
damit auch bei uns die Freudensonne aufgeht und wir selber bestrahlt von dieser Weihnachtssonne Licht werden. Macht hoch die Tür macht weit. Wir singen die Strophe 5. Damit die Weihnachtszeit auch bei uns beginnt und Advent bei uns anfängt, ist es gut, wenn wir alle technischen Möglichkeiten nutzen, gerade in dieser besonderen Zeit. Advent auf dem Smartphone. Gemeinsam durch den Advent. Den WhatsApp-Adventskalender kann man abonnieren und vom 29. November bis 25. Dezember eine Botschaft direkt auf das Smartphone erhalten mit Texten, Bildern und Videos zu ganz unterschiedlichen Themen der Adventszeit. Die Kontaktdaten werden wir einblenden dazu. Gott segne uns und alle, die sich aufmachen in die Weihnachtszeit und gebe uns einen gesegneten Advent mit seinem Geleit. Amen. Guter Gott, im Vertrauen auf deinen Sohn, den Friedefürst, bitten wir für unsere Gemeinden, gib uns offene Augen für die Anliegen und Sehnsüchte der Jugend, der Konfirmandinnen und Konfirmanden, dass sie sich ernst genommen wissen und eine Heimat finden, die ihnen Freiraum ermöglicht und in der sie Liebe erleben. Wir bitten dich für die Männer und Frauen, die Macht und Einfluss haben, bei uns und in deiner ganzen Welt. Gib ihnen den Willen und die Kraft, Gerechtigkeit und Frieden zu schaffen und den Mut, den Weg Christi zu gehen. Wir bitten dich für alle, die nach Sinn und Halt für ihr Leben suchen, auch für die, denen nicht nach Lachen zumute ist und für die Zweifelnden. Lass sie Orientierung und Geborgenheit finden in der Gemeinschaft deiner Kirche und schenke ihnen Menschen, die für sie da sind. Wir bitten dich für unsere Verstorbenen, schenke ihnen deinen Frieden und lass sie staunen, wenn sie unserem auferstandenen Herrn Jesus Christus in der Ewigkeit begegnen. Herr unser Gott, dies alles bitten wir voller Vertrauen durch Christus, unseren Herrn, der uns das Gebet hinterlassen hat, das die weltweite Christenheit verbindet. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden. Amen.